Ich bin Selina Witschonke, ich studiere Sportmanagement an der Fachhochschule Graubünden und mache gleichzeitig Spitzensport im Sport Girling. Also sehr wichtig ist mal die Organisation, dass ich das Training und das Studieren aneinander vorbeibringen kann. Es braucht einfach auch sehr viel Zeit, beides zu trainieren und zu lernen. Ja, ich brauche auch Leute, die mir helfen, die mich unterstützen, die es akzeptieren, wenn ich vielleicht mal etwas nicht kann, ob es jetzt im Training ist oder im Studium. Und einfach ja, sehr viel Zeitaufwand und einfach auch sehr viel Ehrgeiz und den Spass an beidem. Also ich glaube, die Ausbildung nebenan ist sehr wichtig, gerade im Girlingsport. Es ist ein Sport, wo man finanziell nicht davon leben kann und auch nicht bis, ich sage jetzt, bis zur Passion kann machen oder erfolgreich kann machen. Und darum finde ich es sehr wichtig, parallel eine gute Ausbildung zu machen. Im Moment setzt sich der Fokus sicher auf den Sport, wo es noch geht. Aber dass ich nachher schon mal einen guten Anfang habe für die Ausbildung, wenn ich dann mit dem Spitzensport muss oder einfach aufhören muss.